Was du hier siehst, sind alle Uhren, die ich jemals in meinem Leben hatte, beziehungsweise an die ich mich erinnere, 42 Stück, um genau zu sein, weil ich bekomme von euch seit Jahren die Frage, hey Kai, was genau für Uhren sind oder waren eigentlich in deiner Uhrensammlung? Und daher habe ich mich heute wirklich mal hingesetzt, eine Stunde lang und wirklich mal eine kleine Zeitreise gemacht, von Kindesalter bis heute und wirklich mal jede einzelne Uhr aufgelistet, die ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Und genau diese Uhren zeige ich euch heute und ich erkläre euch auch zu jeder Uhr, wie es dazu kam, dass ich sie gekauft habe und die ganzen Hintergründe dazu. Ein ganz kurzer Disclaimer an der Stelle. Ich habe natürlich nicht parallel 42 Uhren von Rolex oder sonstigen teuren Marken besessen, sondern musste immer wieder was verkaufen, um mir was Neues zu kaufen. Ich glaube, maximal hatte ich mal knapp 13 oder 14 Uhren in meiner Sammlung. Das war Ende 2021. Und noch was ganz Wichtiges, ich erzähle da wirklich jede Uhr. Das heißt, da waren auch wirklich ein paar dumme Spontankäufe dabei. Da waren Fehlentscheidungen dabei, die ich nur kurz hatte und dann wieder verkauft habe. Ich will hier einfach auch nichts groß verschweigen und einfach so gut ich kann wirklich wiedergeben, wie mein Weg in der Uhren-Journey aussah. Und zu allerletzt, ich bin mir sicher, ich habe trotzdem vielleicht die ein oder andere Uhr vergessen. Es sind ein paar zusammengekommen und die letzten Jahre gingen so schnell rum. Seid mir bitte nicht böse, wenn euch da was auffällt. Könnt ihr mir auch gerne Bescheid geben, falls ich da irgendwas vergessen habe. Und zu allerletzt, gefällt vermutlich nicht jedem, was ich gekauft habe. Deswegen, das ist von Anfang an, denke ich, klar. Bevor wir gleich mit der ersten Uhr anfangen, habe ich aber noch eine kleine Bitte an dich. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Ich bin gerade dabei, die Rolex Wartelisten Masterclass zu erneuern und an die aktuelle Marktlage anzupassen. Ich habe da seit dem Launch letztes Jahr über 1000 zufriedenen Kunden inzwischen gezeigt, wie sie eine Rolex zum Listenpreis bekommen. Ich arbeite da auch mit meinem Wissen der letzten 5 Jahre und auch mit einigen Insidern und Mitarbeitern von Rolex-Händlern zusammen, um wirklich sicherzustellen, dass in diesem Kurs wirklich alles an Infos drin ist, was du brauchst, um zu wissen, wie Rolex-Händler funktionieren, wie du deine Chancen maximierst auf die Uhren zum Listenpreis und alles andere, was du wissen musst. Und genau dazu brauche ich jetzt deine Hilfe. Ich will sicherstellen, dass im Kurs wirklich alle Fragen restlos geklärt sind. Daher bitte stoppe jetzt ganz kurz das Video, drücke den Link hier oben oder unten in der Videobeschreibung und beantworte mir bitte nur kurz 2 Fragen. Das dauert maximal 1 Minute. Als kleines Dankeschön kannst du, wenn du den Kurs kaufen möchtest, danach einen 50% Rabattcode für die Wartelisten Masterclass bekommen und die wird Mitte Dezember 2023 wieder verfügbar sein. In diesem Sinne, lasst uns anfangen mit den Uhren. Meine allererste Uhr, die ich gekauft habe, war irgendeine Casio und zwar so eine digitale Uhr. Meine Mom hat mir die damals gekauft, damit ich rechtzeitig nach Hause kommen kann. Also da war ich wirklich noch jung. Wahrscheinlich war ich im Grundschulalter oder irgendwie sowas. Da hat sie mir die Uhr gekauft und hat mir gesagt, hey, dann hier und da daheim sein. Und deswegen habe ich eben meine erste Uhr bekommen. Ich weiß leider nicht mehr, was für ein Modell es war. Es war keine F91, es war keine G-Shock. Es war nichts von diesen Mainstream-Uhren heutzutage, diese Neo-Vintage-Watches sozusagen. Es war sowas wie das hier, was ich hier einblende. Vielleicht war es auch Timex. Auf jeden Fall, die Uhr hat jede volle Stunde, zweimal gepiept, so piep, piep, das weiß ich noch. Und ich habe die vor ein paar Jahren auch nochmal irgendwo gesehen, aber ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Wenn ich sie finde, dann zeige ich das euch gerne auch. Das war die erste Uhr, die ich hatte. Danach die erste Uhr, die ich mir selber gekauft habe, das waren einige Uhren von Fossil. Ich hatte meiner heutigen Meinung nach auch damals wirklich keinen so geilen Uhrengeschmack. Ich wollte immer große Uhren haben, keine Ahnung, aber das war halt so in dieser Zeit, ich schätze mal 2009, 2011, 2012, 13, 14, so um den Dreh. Da war das halt auch echt im Trend, riesige Uhren zu tragen. Und deswegen habe ich mir so 2, 3 Fossil-Uhren gekauft. Im Nachhinein muss ich sagen, das waren eigentlich alles Fehlkäufe, weil die waren nicht besonders robust. Eine ist mir kaputt gegangen, als ich einmal saufen war. Also das war nicht mal so, dass ich da irgendwie irgendwas gemacht habe. Wir haben irgendwie so eine Schnitzeljagd gemacht und dann bin ich irgendwo dran gekommen mit der Uhr und dann ist das Band wirklich abgebrochen und die Uhr war praktisch am Arsch und dann ist sie runtergefallen, auch gebrochen. Dementsprechend, das waren alles Uhren, so 200-300 Euro pro Uhr, die ich mir da gekauft habe. Im Nachhinein sage ich, das Geld hätte ich mir sparen können oder wahrscheinlich auch nicht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht dazu gekommen, wo ich heute bin, weil irgendwo hat ja alles immer auch seinen Grund. Die nächste Uhr, die ich mir dann gekauft habe, war meine erste mechanische Uhr. Das war eine Orient. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber sie sah ziemlich genau so aus. Ich blende es euch hier mal ein. Und das war eine Uhr mit so einer offenen Unruh. Das war mir unglaublich wichtig. Ich wollte dann eine mechanische Uhr wirklich mit offener Unruh. Ich wollte, dass man das sieht, dass auch
dass man auf den ersten Blick auch, also dass ich auch auf den ersten Blick mich daran erinnere, dass es eine mechanische Uhr ist. Die war ganz komisch, weil die hatte keine Aufzugskrone, sondern, und das ist kein Witz, man musste sie schütteln oder tragen, damit sie sich aufzieht. Das war tatsächlich ganz witzig. Und nach einiger Zeit ist dann auch so ein Schräubchen da auf dem Zifferblatt rumgeflogen. Das muss irgendwo aus dem Uhrwerk sich gelöst haben. Eine ganz witzige Story. Die hatte ich immer an bei meinem ersten Job, weiß ich noch. Oder bei meinem zweiten Job, weiß ich nicht mehr. Ich habe früher Karten gegeben in so einem Poker-Café. So Croupier war ich. Habe ich da gearbeitet. Und da hatte ich die dann immer an. Da gibt es vielleicht noch das ein oder andere Bild. Wenn ich es finde, blende ich es ein. Aber ich weiß nicht, ob es da so viele Bilder von mir gibt. Danach habe ich relativ lange keine Uhren mehr gekauft. Ich schätze mal, das war vielleicht so 2015 oder so. Oder 2014. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß nur, danach war relativ lange Pause. Dann habe ich mich irgendwann mal auch um den Dreh 2014 oder so selbstständig gemacht und habe neben meinem dann Werkstudentenjob bei Stihl, also ich habe studiert und habe Staplerfahrer gemacht bei Stihl. Das war cool. 20 Euro oder so die Stunde oder 21 als Werkstudent, das heißt zweimal die Woche arbeiten und 1000 im Monat. Das war ganz cool, weil ich musste dann auch Miete zahlen. Mein Papa hat mir gesagt, du bist jetzt 18, du musst jetzt Miete zahlen. Dann musste ich Miete zahlen ab da. Sehr gut, vielen Dank, Papa, dass du mir das von Anfang an beigebracht hast. So ist es richtig gewesen. Und genau, in der Zeit habe ich mich auch nebenher selbstständig gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, das ist einfach nicht so das Wahre, jeden Tag genau das Gleiche zu machen. Ich wollte das eher selber in der Hand haben. Und dann kam irgendwann mal der erste Monat, wo ich über 10.000 Euro Umsatz gemacht habe. Das ist, nichts falsch verstehen. Das ist natürlich nicht wenig Geld, aber es ist als Selbstständiger, das kann jeder Selbstständige euch bestätigen, nicht besonders viel Geld. Da muss die Umsatzsteuer noch weg, da müssen die Kosten noch weg, die sind zugegebenermaßen eher gering. Aber da sind das erste Mal in einem Monat mal 6.000, 7.000 Euro wirklich hängen geblieben. Meine Fixkosten im Monat waren bei 800 Euro oder irgendwie sowas. Mit allem wirklich, es war, ich habe sehr, sehr auf kleinem Fuß gelebt, kleine Wohnung und alles. Und ja, dann hatte ich das erste Mal richtig Geld auf dem Konto, in Anführungszeichen. Also wirklich ein paar tausend Euro auf dem Konto. Und ich dachte, jetzt habe ich es geschafft, kein Witz. Und dann habe ich angefangen, wirklich mich in dieses Uhrenthema reinzusteigern und bin dann erstmal beim Hunke in Ludwigsburg jeden Tag, jede Woche an der Fensterscheibe geklebt, bis ich mich mal getraut habe, reinzugehen. Dann habe ich mir die erste Rolex angeguckt, das war eine Oyster Perpetual 39 mit blauem Zifferblatt. 100% ehrlich, das war ein Fehlkauf, deswegen, weil ich eigentlich eine andere Uhr wollte, nämlich eine stahlgoldene Sub. Das war so meine Traumuhr damals. Und ich war aber nicht geduldig genug. Ich bin noch nie geduldig gewesen und habe dann diese blaue Oyster Perpetual gekauft. Das war meine erste Uhr. Die hatte ich dann, das war Ende 2017 muss das gewesen sein, so September oder so. Und dann ging es auch tatsächlich relativ krass ab, weil dann war ich so im Tunnel drin, dass ich jeden Tag mich mit Leuten getroffen habe, entweder mit Grauhändlern oder beim Rolex-Händler saß oder mit anderen Leuten getroffen habe, die jetzt auch das Uhrenfieber gepackt haben. Und dann bin ich echt in den Strudel rein, habe den ganzen Tag nichts mehr anderes machen wollen als mit Uhren. Also ich habe meine Webseiten damals gemacht und meine Filmchen gedreht, was ich für meine Kunden gemacht habe. Und da habe ich ja vielleicht so 5 bis 8.000 Euro im Monat Umsatz gemacht und da blieben meistens so auch 2.000, 3.000 Euro hängen am Ende des Monats. Irgendwie sowas in die Richtung. Und dann habe ich aber während der Arbeit nichts mehr anderes machen können, außer wirklich den ganzen Tag dran zu denken, ey, wann kann ich endlich aufhören damit und mit wieder nach Stuttgart fahren, um mich mit meinen Grauhändlern zu treffen, um mich mit meinen Kumpels zu treffen, über Uhren zu reden. Und dann habe ich mir relativ schnell die nächste Uhr gekauft. Das war eine stahlgoldene GMT Master 116-713 LN. Das war der dümmste Kauf bisher finanziell, den ich je gemacht hatte, weil ich hatte, glaube ich, 10.500 Euro da auf dem Konto. Und die Uhr hat 9.100 Euro neu und verklebt gekostet. Das habe ich dann bei einem Grauhändler aus Stuttgart gekauft. Neu und verklebt aus Griechenland, die Uhr, weiß ich noch. Für 9.100 Euro. Und ich war so ungeduldig, wie immer. Ich bin wirklich ein ungeduldiger Typ. Ich kann nicht warten, wenn ich unbedingt was will. Ich muss sofort haben. Habe mir diese Uhr dann gekauft. Für 9.100 Euro. Weil ich in Aussicht hatte, dass ein Kunde mir einen großen Webseitenjob bezahlt. Also ungefähr 8.000 Euro oder so. Und dann sind wir in Urlaub geflogen nach Abu Dhabi. Das weiß ich noch ganz genau, mit dieser Uhr. Und der Kunde hat nicht bezahlt. Und ich habe den angerufen und er hat nicht bezahlt. Und dann musste ich mir tatsächlich, weil wir auch noch die Flüge zahlen mussten, dann musste ich mir von Jenny Geld leihen. 500 Euro oder so hat sie mir überwiesen, weil auf meinem Konto wirklich 37 Euro waren. Das war wirklich, ich sage euch immer, kauft nicht am Limit. Es lohnt sich nicht. Es war wirklich schrecklich, diese Zeit, weil ich mich echt wie ein Trottel gefühlt habe. Und ich war auch einer, deswegen ist es auch okay. Dann kam jemand auf mich zu, der wollte diese Uhr kaufen. Einer meiner Kumpels, Theo heißt der. Liebe Grüße, falls du zuguckst. Der wollte diese Uhr von mir kaufen. Ich habe gesagt, nee, ich will sie nicht verkaufen. Dann meinte er, ich habe eine Hulk.
Und ihr müsst wissen, die Hulk war damals noch relativ unbeliebt. Im Wert so bei 6.500 Euro und meine Uhr war im Wert so gebraucht halt nicht mehr bei 9.1, sondern vielleicht bei 8 oder irgendwie sowas oder bei 7.5. Und dann hat er gesagt, hey komm, ich gebe dir die Hulk und ich gebe dir noch 1.500 Euro oder sowas dazu. Und dann kannst du dann kannst du mir die Uhr verkaufen. Da habe ich ein paar Mal überlegt. Und da ich damals recht knapp bei Kasse war, weil das so ein dummer Kauf war, habe ich mir echt gedacht, weißt du was, scheiß drauf, gute Idee, dann habe ich wieder 1.500 Euro mehr oder 1.000 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann haben wir das gemacht. Dann hat er mir die Hulk gegeben und ich habe ihm die GMT gegeben. Die hat er, glaube ich, heute noch. Und ja, dann hatte ich meine erste Hulk. Und die habe ich dann behalten bis, gute Frage. Ich komme gleich drauf. Was zwischendurch noch kam, ist, ich habe mir bei Max Rotfuß die erste Uhr gekauft. Das war auch in der Zeit, das muss 2018 gewesen sein, Mitte 2018 oder so. Da habe ich mir bei Max Rotfuß eine erste schwarze GMT Master gekauft für 6.000 Euro, glaube ich. Und dann habe ich, glaube ich, die Hulk verkauft, um mir, ich habe mich zwischenzeitlich aufschreiben lassen auf die Warteliste für eine Pepsi und eine Datejust für unsere Hochzeit, ja. Und mir wurde gesagt, ganz schwierig und so weiter. Die Story habe ich in einem Newsletter schon mal erklärt. Die werde ich jetzt nicht ausräumen, sonst wird das Video wirklich zu lang. Long story short, ich habe mich für diese beiden Uhren notieren lassen bei einem Rolex-Händler in Ludwigsburg und habe dann drauf gewartet. Und dann war es so, dass ich, glaube ich, die Hulk verkauft habe, um mir relativ spontan eine Submariner in Stahlgold zu kaufen, Ende 2018. Weil ich dachte, bis die Hochzeitsuhren kommen, dauert es noch ewig. Dann habe ich die Hulk verkauft, mir die ist im Wert gestiegen, das war also ein geiler Deal. Ich habe die Hulk verkauft und habe zwischenzeitlich fast das bekommen, was ich für die Sub Two-Tone bezahlt habe, bei genau dem gleichen Rolex-Händler, der mir bis dahin gesagt hat, Pepsi und Datejust dauern noch auf jeden Fall bis kurz vor der Hochzeit. Und dann war es natürlich richtig blöd. Ich hatte dann also die schwarze GMT, glaube ich, und diese stahlgoldene Sub. Und dann haben wirklich zwei Wochen später die angerufen und gesagt, die Hochzeitsuhren sind da. Und ich hatte gar kein Geld. Wirklich. Wie gesagt, Fixkosten 800 Euro im Monat. Ich hatte wahrscheinlich 1.500 Euro oder so auf dem Konto oder 3.000 Euro auf dem Konto. Irgendwie sowas, sodass alles okay ist. Aber nicht, um jetzt auf einmal beide Uhren zu bezahlen für insgesamt 17.500 Euro. Was ich dann gemacht habe, ist, ich bin zurück zum Max, habe ihm gesagt, hey, nimmst du bitte die GMT Master in schwarz wieder zurück. Ich habe die nämlich wirklich erst eine Woche vorher oder so gekauft und dann hat er die Uhr wirklich, Kuss Max, das war das erste Mal, als ich gesagt habe, geiler Typ, hatte sie wirklich zurückgenommen und mir mein Geld wieder zurückgegeben, weil die war immer noch im gleichen Zustand wie davor, weil ich ihn wirklich so angebettelt habe. Und dann habe ich noch die Submariner in Stahlgold verkauft und habe dann unsere Hochzeitsuhren bezahlt. Und ich musste noch Jenny nach Geld fragen. Okay, also ihr seht am Anfang wirklich eine wilde, wilde Reise. Und dann kamen eben die Pepsi und die Datejust, die Hochzeitsuhren. Die Pepsi habe ich jetzt gerade an. Die habe ich jetzt also seit über 5 Jahren, ziemlich genau 5 Jahre, ein bisschen mehr. Und das waren dann unsere Hochzeitsuhren. Das bedeutet, die haben wir uns gekauft, um sie statt irgendwie, wir haben gesagt, wir machen unsere Hochzeit nicht teuer. Unsere Hochzeit hat, glaube ich, am Ende 9.800 Euro oder so gekostet. Das ist viel Geld, aber ich kenne Leute, die haben für 100.000 Euro geheiratet. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben das im kleinen Kreis gemacht und haben gesagt, komm, was fürs Leben dazu. Und jetzt auch nicht irgendwie Ringe mit 70 Karat Diamanten drauf, sondern stattdessen für jeden eine Uhr. Und die tragen wir bis heute sehr, sehr oft. Das war, finde ich, eine sehr, sehr gute Wahl. Danach kam der erste spekulative Kauf. Ich habe davon ganz wenige gemacht und nur dann, wenn ich mir hundertprozentig sicher war. Also nicht falsch verstehen, ich halte nichts davon, in Uhren zu investieren, aber ich habe den ein oder anderen heißen Tipp mal bekommen und da habe ich es gemacht mit meinem Risiko. Ich empfehle es euch nicht und wenn doch, dann auf euer Risiko. Einer meiner Grauhändler hat mir gesagt, dass die schwarze GMT 100% sicher eingestellt wird und der hatte mir immer super Infos und deswegen habe ich 2 schwarze GMTs gekauft. Kurz im Januar oder so und im März wurden die tatsächlich eingestellt, waren wirklich 5.000 Euro mehr wert und dann habe ich die weiterverkauft. Und ja, ich habe das alles versteuert. Für die, die jetzt auf die Idee kommen, ich hätte das nicht gemacht. Ich habe immer alle Uhren, die ich verkauft habe, unter der Spekulationsfrist ordentlich versteuert. Genau. Und von dem Erlös habe ich mir dann, mein Juwelier, bei dem ich die Pepsi und die Datejust bekommen habe, hat mich dann 2019 angerufen und mich gefragt, ob ich nicht eine Hulk möchte. Und ich habe ein bisschen die Hulk vermisst, die ich verkauft habe, um mir meine Hochzeitsuhren damals zu finanzieren oder die Stahlgold-Sub. Und dann habe ich gesagt, hey, wie geil ist das denn? Klar, die Hulk war damals auch schon wirklich hot. Listenpreis waren 8.200 Euro, das weiß ich noch. Und Marktpreis waren damals schon 13.000, 14.000 Euro. Vielleicht auch nur 12, aber irgendwie auf jeden Fall deutlich drüber. Da habe ich mich extrem gefreut. Dann habe ich angefangen, die Kooperation mit Juwelier Kutter
auf meinem Channel. Mein Channel ging dann durch die Decke. Das war das zweite Hulk. Kurz davor bin ich bekannt geworden. Da war ich so 2-3 Monate vielleicht auf YouTube. Wirklich, da war ich ganz, ganz frisch. Und dann habe ich bei Juwelier Kutter eine Omega Speedmaster Moonwatch angeguckt und ich fand die so cool, dass ich gesagt habe, ich nehme die. Dann habe ich sie gekauft. Zu der Zeit habe ich auch mein erstes Geld wirklich mit YouTube verdient. Also da lief es dann wirklich relativ konstant, relativ gut. Das war dann wirklich das erste Mal, dass ich wirklich Geld verdient habe in meinem Leben. Und dann habe ich mir die Speedmaster auch noch gekauft. Über die muss ich sagen, das war ein Fehlkauf. Da habe ich mich einfach anfixen lassen und habe die Uhr gekauft. Dann habe ich sie 2 Wochen getragen und dann lag sie wirklich ein Jahr lang rum, bis ich sie dann wieder verkauft habe. Das ist die Story dahinter. Zwischendurch habe ich einem Freund von mir noch die Möglichkeit gegeben, eine Sub No Date beim Rolex-Händler zu bekommen. Der hat aber auch ungeduldig wie ich sich davor schon eine gekauft auf dem Graumarkt und hat die mir dann für einen sehr günstigen Preis verkauft, wo ich gesagt habe, hey, für den Preis kann ich die wirklich sogar ohne Verlust weiterverkaufen, dann trage ich sie einfach eine Weile. Dann habe ich mir diese Submariner No Date gekauft und habe die, glaube ich, ein paar Monate getragen und dann verkauft, um irgendwas anderes zu kaufen. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, was das war, weil das jetzt echt schon 4 Jahre her ist. Als nächstes kam dann meiner Meinung nach eine Omega Seamaster Diver 300M. Sehr coole Uhr, die habe ich damals aber gekauft, um sie zu verlosen. Das war 10.000 Abonnenten Watchwise Special, sehr geile Zeit. Die habe ich dann praktisch unter meinen Zuschauern verlost und der Matthias Zollner, geiler Typ, mit dem ich heute noch einmal die Woche oder so auf Instagram schreibe per DM, der hat die gewonnen, dem habe ich sie dann praktisch geschenkt und Dank geht an der Stelle auch noch raus an Juwelier Kutter, also die sponsern mich schon ewig nicht mehr, ich arbeite mit denen ewig nicht mehr zusammen, aber trotzdem Dank geht raus, die haben mir die damals für einen sehr geilen Preis verkauft, weil die wussten, dass ich sie verschenkt habe und haben mir die wirklich zu einem unglaublichen Preis verkauft, sodass ich nicht irgendwie 5.000 Euro ausgeben musste, sondern wirklich ein gutes Stückchen weniger. Dann ging es weiter. Ich habe dann random von irgendeinem Juwelier, bei dem ich mich irgendwann mal habe blicken lassen, eine blaue Datejust 41 angeboten bekommen. Das war auch ein No-Brainer. Ich habe es deswegen einfach genommen und habe die dann Ende 2019 auch unter meinen Followern zum Listenpreis verlost. Also die war damals auch schon so bei 12.000 Euro. Und Listenpreis waren damals, glaube ich, 9.100 Euro. Und dementsprechend habe ich dann diese Uhr genommen, habe gesagt, hey, wisst ihr was, ich habe die bekommen, ich brauche sie nicht und habe sie dann für 9.100 Euro an einen meiner Follower weiterverkauft. Der ist dann vorbeigekommen, hat sie bekommen, hat sich gefreut über seine Uhr zum Listenpreis. Und dann habe ich Ende 2019 oder Anfang 2020, das war wirklich das erste richtig gute Jahr, wo ich deutlich sechsstellig Umsatz gemacht habe. Und damals hatte ich keine Mitarbeiter, ich hatte keine Kosten, das heißt, da ist wirklich ganz gut was hängen geblieben. Deswegen habe ich mir dann eine voll goldene Rolex Submariner gekauft, 116/618 LB. Das war meine erste richtige Heavy-Hitter-Uhr für 26.000 Euro damals, das weiß ich noch, nagelneu. Bei Watch Lounge, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo das war, aber ich musste eine Stunde fahren. Das war eine der besten Tage uhrenmäßig meines Lebens. Mich hat danach fast nie wieder eine Uhr so geflasht wie diese. Das war wirklich, ich bin zurückgefahren, konnte nicht glauben, dass ich diese Uhr besitze, weil 26.000 Euro für eine Uhr auszugeben, war ein Jahr vorher einfach unmöglich und undenkbar, dass ich das kann. Das war dann wirklich für mich, das war wirklich geil. Die hatte ich dann auch wirklich lange. Als nächstes kam, glaube ich, eine Black Bay 58. Die habe ich mir relativ spontan gekauft, weil ich ein Review drüber gemacht habe und weil ich die auch cool fand. Und die habe ich gekauft. Die habe ich auch tatsächlich noch. Die wird nicht so oft getragen. Meistens trägt sie die Jenny, ehrlicherweise. Und ich trage sie auch ganz ab und an. Auf jeden Fall, die Uhr habe ich noch. Die habe ich mir damals relativ spontan gekauft. Hätte ich ehrlich gesagt heutzutage aus heutiger Sicht auch nicht machen müssen, weil die trage ich nicht wirklich oft. Aber ich denke, es war ein wichtiger Teil meines Uhrenweges oder so. Genau. Weiter ging es dann mit der Rolex Oyster Perpetual 36 mit dem pinken Zifferblatt. Die habe ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt und das muss 2020 gewesen sein. Also zum 29. Geburtstag meiner Frau habe ich ihr diese Uhr geschenkt. Die habe ich beim Kutter gekauft. Die hat sie natürlich auch heute noch. Und danach habe ich mir Anfang 2022 die Rootbeer in Vollgold gekauft. Bei Max Rotfuß, die habe ich mir schon lange angeguckt. Und da hat die Zeit angefangen, Ende 2020, Anfang 21, als die Uhren wirklich so krass gestiegen sind, dass auch ich gedacht habe, hey, egal was ich kaufe, das ist eh nie weniger wert in ein paar Monaten. Also nochmal, bitte nicht falsch verstehen. Uhren sind meiner Meinung nach kein gutes Investment. Aber auch ich habe mich da mitreißen lassen. Es war eine geile Zeit, weil in dieser Zeit, 2020, 2021, konntest du Uhren kaufen,
Und ich war mir damals zumindest fast sicher, dass die Uhren im Preis nicht runtergehen. Das heißt, ich habe da wirklich teilweise fast mein ganzes Geld in Uhren gehabt. Ja, weil einfach, dann war das Geld weg, dann habe ich sonst nicht so viel ausgegeben. Für mich war das geil und ich hatte immer Spaß dran und konnte da mich richtig austoben und habe es auch gemacht. GMT Master 2 Rootbeer Vollgold. Danach kam eine Seiko SNX S77K und eine Seiko 5 Sports. Die habe ich mir für ein Review gekauft und die habe ich auch heute noch. Die liegen irgendwo in so einem Uhrenkasten bei mir rum. Die trage ich ehrlich gesagt aber auch nicht so arg oft. Ab und an, ganz selten, dreimal im Jahr oder so ziehe ich die an, weil ich einfach dann mal wieder Bock drauf habe, aber ansonsten eher nicht. Dann war ich, das war 2020 oder 2021, war ich auf der Rückfahrt von Kroatien und bin da ganz spontan bei einem Händler in Slowenien reingelaufen. Und das war wirklich während der Hochphase, als es so schwierig war, wie fast nie wieder im ganzen Rolex-Game an eine Rolex zu kommen. Also da waren die Preise einfach wirklich, wirklich schon extrem hoch. Und da bin ich bei einem Händler rein, habe mich mit der Verkäuferin dort so gut verstanden, dass ich dort wirklich spontan zum Mitnehmen eine Tudor Black Bay 58 Blue, die war da ganz neu, dann muss es eher 2020 gewesen sein. Also ihr merkt, ich bringe vielleicht in der Chronologie ein bisschen was durcheinander, bitte verzeiht mir das. Und eine Datejust 41 mit Wimbledon-Blatt. Das war wirklich geil, weil die Datejust 41 mit Wimbledon-Blatt, die wollte ein Kumpel von mir damals haben und die wurde mir dort einfach angeboten, dann habe ich sie mitgenommen und habe sie dem Kumpel direkt weiterverkauft. Ich glaube, der hat mir irgendwie 500 Euro mehr dafür gezahlt und hat da aber trotzdem noch irgendwie 1500 Euro im Gegensatz zum Marktpreis gespart. Also ich habe mir 500 Euro eingesteckt, das war für mich ganz cool. Und er hatte eine Datejust zum richtig geilen Preis. Danach kamen zwei Sky Dweller Two-Tone. Die eine habe ich angeboten bekommen, ich glaube von einem Kunden von mir zu einem extrem guten Preis und habe die gekauft. Und die zweite habe ich gekauft für mein Video. Ich kaufe mir eine Uhr auf Chrono24, das ist mein Vlog, der hat über 700.000 Aufrufe, inzwischen kannst du dir gerne anschauen. Das waren also zwei Uhren, die mehr oder weniger so Zweckkäufe waren. Das eine für ein Video, das andere praktisch, weil der Preis so gut war. Die habe ich beide relativ schnell wieder verkauft, weil bei der Sky Dweller, die ist mir einfach zu groß. Ich habe es echt zweimal probiert, habe die auch jeweils eine Woche oder so getragen, habe gesagt, nee Mann, das sieht einfach affig aus bei mir. Habe es dann wieder verkauft. Dann habe ich mir irgendwann eine Tissot Gentleman gekauft. Die habe ich, glaube ich, auch verlost an einen Zuschauer. Ja, die habe ich verlost an einen Zuschauer. Die hatte ich aber davor auf jeden Fall ein paar Monate, habe sie getragen, getestet, Review drüber gemacht und dann an einen Zuschauer verlost. Und dann habe ich mir, das war auch entweder Anfang 2021 oder vielleicht auch Ende 2020, eine Grand Seiko Snowflake gekauft. Es war eine White Birch. Ich habe mich irgendwie in diese Uhr verliebt wegen der Rückseite, weil das Uhrwerk, finde ich, so cool aussah. Es hat mich so ein bisschen an Patek Philippe erinnert, so mit diesen, von den Farben her. Und dann habe ich mir diese White Birch gekauft bei Juwelier Altair. Herzlicher Dank geht raus. Die haben mir damals einen super Preis gemacht. Ich habe die angeschrieben, hey, ob doch Grand Seiko, kann ich eine White Birch bei euch kaufen? Dann hat er mir ein Angebot geschickt. Habe ich gesagt, hey, geil, vielen Dank, super, toller Preis, hat mir die Uhr gekauft. Ich muss mal sagen, bei dieser Uhr, ich bin mit der nie warm geworden. Ich habe die getragen, auch wieder zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, immer mal wieder. Die war mir irgendwie zu operhaft. Und die Rückseite, das, die Verarbeitung, alles top, aber ich habe sie einfach nicht gefühlt, ganz ehrlich. Ihr merkt schon an der Historie, ich habe immer eigentlich nur Rolex gefühlt, so leid es mir tut. Ich weiß, manche sagen, ey Kai, du bist kein Uhrenliebhaber, du fühlst nur Rolex, Uhrenliebhaber mögen nicht nur Rolex. Ich mag nur Rolex, es ist einfach so, wie es ist. Ich kann da nichts dagegen tun. Naja, auf jeden Fall, nicht nur Rolex, aber fast nur Rolex. Auf jeden Fall kam dann die erste Day-Date, die ich mir gekauft habe. Das war eine 18238. Der Max Rotfuß hatte eine da mit dem Diamantenzifferblatt aus 91, glaube ich, 1991. Für damals wirklich einen geilen Preis, damals noch irgendwie 15.000 Euro oder so. Und da habe ich gesagt, komm, nehme ich mit, will ich mal probieren. Die hatte ich dann eine ganze Weile lang und habe die irgendwann mal, glaube ich, getradet gegen irgendwas Teureres mit Eintausch. Da bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, gegen was ich die getradet habe. Nee, stimmt nicht, sorry. Die habe ich dem Max wieder zurückverkauft, weil er irgendwann gesagt hat, er hat einen Kunden, der will diese Uhr. Und da gab es einfach dies auch, das war in diesem Preisanstiegszeit. Und dann gab es, glaube ich, für die Uhr einfach 2.000 Euro mehr. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, cool, dann nehme ich den Gewinn mit, weil da hat sich dann auf jeden Fall bei mir wieder was angebahnt. Und zwar habe ich mir dann meine erste Audemars Piguet gekauft. Das war eine 15450 ST mit grauem Blatt. Die habe ich mir bei Chronix damals bestellt, nach meinem Uhrenrollen-Launch. Das war wahrscheinlich 2021. Das war das erste Mal, dass wir, glaube ich, mehr als 300 Uhrenrollen oder so an einem Tag verkauft haben. Ich weiß nicht mehr, aber es war der erste richtige Meilenstein in dem Bereich. Das war wirklich ein geiler Tag. Haben wir lang drauf hingearbeitet und dann habe ich mir diese AP eben gegönnt.
Das war meine erste Audemars Piguet. Danach hat mir ein guter Freund von mir gesagt, dass sein Rolex-Händler ihm eine Daytona Oysterflex angeboten hat. Weißgold mit dem Panda-Dial am Oysterflex-Band. Und ich wollte schon immer die gelb-goldene davon, also genau die in gelb-gold. Aber die habe ich angeboten bekommen. Einmal, als ich sie mir noch null leisten konnte, für 21.000 Euro neu und verklebt. Hey, da saß ich mit diesem Grauhändler in meinem Auto. Also es war so ein Grauhändler, der praktisch wirklich so am Tag 10 Uhren verkauft hat, aber wirklich immer von einem zum anderen Punkt gerannt ist, um irgendwie sich mit den Leuten zu treffen, die Uhren von ihm kaufen, pro Uhr irgendwie 300 Euro eingesteckt hat. Also er hat gut verdient, aber der hat auch wirklich dafür gearbeitet. Und mit dem saß ich im Auto und habe diese Oysterflex Daytona das erste Mal live gesehen. Und ich dachte immer, die sei so hässlich. Und dann habe ich sie gesehen und ich habe, oh Gott, ist die geil. Und hat er mir gesagt, ja, 21.000 oder 21.500 Euro, neu und verklebt. Wenn du möchtest, kannst du die Uhr jetzt haben. Und ich hatte wirklich zu diesem Zeitpunkt, das war wirklich noch extrem früh, hatte ich vielleicht 3.000 Euro mehr auf dem Konto. Und dann habe ich 2 Tage lang überlegt, weil ich mir gedacht habe, boah, das kann ich echt nicht bringen. Und da habe ich ihm geschrieben, hey, ich mach's, scheiß drauf. Also wieder, dumme Entscheidung. Dann hat er aber gesagt, ich habe sie verkauft. Und dann kam nie wieder ein Angebot. Die sind dann immer teurer geworden. Aber diese weiß-goldene, die hat ein Freund von mir von seinem Konzi angeboten bekommen und hat gesagt, er will sie nicht. Er wird sie mir einfach geben zum gleichen Preis, weil ich habe diesem Kumpel auch mal einen Gefallen getan und so hat er praktisch dann mir auch einen Gefallen getan. Hat mir die Uhr angeboten, herzliche Grüße gehen auch an dich raus, wenn du guckst, dann weißt du, wer gemeint ist. Auch bis heute nochmal herzlichen Dank dafür. Und dann habe ich diese Uhr praktisch gekauft und habe mir direkt ein paar Wochen später noch die 116-515, also in Roségold am Krokolederband von Max Rothfuß gekauft. Und hab da das Krokolederband abgemacht und ein Oysterflexband dran. Es geht, aber man muss ein bisschen rumschnippeln. Also es war ein bisschen Gebastel, aber es ging dann. Und dann hatte ich eben diese 2 Oysterflex Daytonas noch. Die weißgoldene habe ich dann verkauft um... Ich weiß es nicht mehr genau warum, aber 100%, ich kann euch versichern, fast jede Uhr, die ich da wieder verkauft habe, habe ich in dieser Zeit verkauft, um mir eine andere Uhr zu kaufen. Ich bin da wirklich verrückt gewesen. Ich habe da wirklich teilweise alle paar Wochen eine neue Uhr gekauft. Und ab und an, weil ich halt kein Multimillionär bin, musste ich natürlich dafür eine Uhr wieder verkaufen, um mir eine neue Uhr leisten zu können oder eine neue Uhr kaufen zu können. Aber es war wirklich die Zeit, du hast eine Uhr gekauft und sie war einfach 4 Wochen später 1.000 Euro mehr wert. Es war wirklich verrückt. Es war wirklich verrückt. Es war eine geile Zeit. Dann kam auch eine Daydate 40 mal. Das war Mitte 21, das weiß ich noch, es war Juli oder so, die habe ich in Koblenz gekauft bei Time for Watches, glaube ich. Sehr cool, sehr unkompliziert, wurde mir von einem Freund damals empfohlen und dementsprechend habe ich da wirklich auch per Vorkasse überwiesen bezahlt. Das war klar, dass das cool ist, wusste ich, dass da alles klappt, es hat auch alles geklappt, die Uhr war, glaube ich, am nächsten Tag da, super cool. Die habe ich dann auch relativ lange getragen, die habe ich sehr, sehr gern getragen, die Daydate. Dann habe ich zwischendurch eine Tissot PRX gekauft, auch fürs Review. Die habe ich auch bis heute noch. Die trägt einer meiner Mitarbeiter. Dem habe ich sie praktisch vermacht. Und dann habe ich Ende 2021 in sehr kurzem Abstand alle 3 Ombre Daydates 36 gekauft. Zuerst die weißgoldene bei Connext. Dann habe ich eine Woche später, hatte der Max Rothfuß eine da und hat mir einen geilen Preis gemacht. Dann habe ich die auch noch gekauft. Und dann hat mir mein Rolex-Händler tatsächlich eine Woche später die Roségoldene angeboten. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Okay, dann muss ich sie auch kaufen. Und dann hatte ich diese 3 Daydates. Das war eine geile Zeit. Sage ich euch ganz ehrlich, das war geil, diese komplette Collection zu haben aus diesen 3 Daydates in Weißgold, Roségold und Gelbgold. Und das war dann cool, weil eine hat immer Jenny getragen. Ah, Jenny hat auch eine davon tatsächlich finanziert. Das war tatsächlich so, dass ich glaube, die Gelbgoldene hat Jenny gekauft von Max. Und die anderen beiden ich. Und wir haben die dann immer abwechselnd getragen. Der eine die. Das war immer cool. Wir waren dann im Restaurant essen und einer von uns hatte die eine Daydate an und der andere die andere Daydate. Da haben wir uns so cool gefühlt. Das war so geil. So Partneruhren, aber on Steroids. Das war ein schönes Gefühl. Da waren wir im Bären in Markgröningen. Schönes Restaurant, wo wir gerne hingehen. Und saßen da mit unseren blöden Daydates. Das war wirklich geil. Was ist da noch passiert? Okay, ich habe eine Uhr vergessen. Fällt mir gerade ein. Ich habe eine A. Lange und Söhne mal gekauft. Das war eine Lange 1, glaube ich. Die habe ich aber tatsächlich innerhalb der 14 Tage Rückgabefrist wieder zurückgegeben, weil ich sie nicht gefühlt habe. Die hat 40.000 Euro, glaube ich, gekostet und die habe ich 10 Tage später wieder zurückgegeben und retourniert. Aber das ist mir gerade noch eingefallen. Als nächstes habe ich mir eine Stahlgold-Sub wieder gekauft. Diesmal die neue Referenz 126-613 LB.
Hier war der Hintergrund kein anderer, als dass ich sie günstig angeboten bekommen habe. Und immer wenn ich was günstig angeboten bekomme, nehme ich es in der Regel, weil ich es dann einfach tragen kann und im Bedarfsfall wieder verkaufen und keinen Verlust dran mache. Da bin ich natürlich in einer sehr privilegierten Lage, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich einfach durch meine Reichweite so viel angeboten bekomme. Und wenn da was Geiles dabei ist, dann nehme ich es natürlich, wenn der Preis wirklich top ist. Im gleichen Monat habe ich mir, das muss dann Ende 2021 gewesen sein, habe ich mir eine Daytona 116-503 gekauft, eine Stahlgold-Daytona, genau der gleiche Hintergrund wie davor. Die wurde mir auch extrem günstig angeboten und deswegen habe ich sie gekauft. Oder ich habe sie sogar in irgendeinem Tauschgeschäft gemacht. Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Als nächstes habe ich eine Submariner Date gekauft. Das könnte auch davor gewesen sein. Das war ein Deal mit Connex. Die haben mir nämlich verlost und da habe ich die Hälfte bezahlt und Connex die andere Hälfte. Aber ich habe praktisch die Uhr dann gekauft bei denen für den halben Preis, was sie gekostet hat. Und die haben wir dann auch verlost unter meinen Followern. Die hat der liebe Markus Schwendner gewonnen. Cooler Typ, liebe Grüße gehen raus. Und wisst ihr, was verrückt ist? Die erste Uhr, die wir verlost haben, war ja diese Omega Seamaster Diver 300M. Die hat einer aus Regensburg gewonnen, nämlich der Matthias. Und der Markus Schwendner, der die Submariner gewonnen hat, der kommt einfach auch aus Regensburg. Also Stand jetzt habt ihr sehr gute Chancen, wenn man sich auf die Vergangenheit bezieht, eine Uhr bei mir zu gewinnen, wenn ich eine verlose, wenn ihr aus Regensburg kommt. Okay. Dann war der zweite wirklich 100% spekulative Kauf, den ich gemacht habe, war eine Rolex Deep Sea. Mir wurde gesagt, sie wird eingestellt von einer sehr guten Quelle. Und daher habe ich, bisschen linker Move, aber okay, daher habe ich bei einem sehr großen Händler diese Uhr bestellt. Und zwar so, dass die Neuheiten, also Watches and Wonders, ins 14 Tage Rückgaberecht fällt. Schlaues Kerlchen ohne Risiko und habe die Uhr dann bestellt und darauf spekuliert, dass sie eingestellt wurde. Sie wurde eingestellt, aber sie wurde ja direkt neu aufgesetzt. Das heißt, da ist nicht das gleiche wie bei der GMT passiert und dementsprechend habe ich da auch nichts dran verdient und habe sie im Zuge des 14-Tage-Rückgaberechts wieder zurückgegeben. An der Stelle, es tut mir leid, eigentlich macht man sowas nicht. Ich mach's nicht wieder. Naja, okay. Als nächstes habe ich eine Tudor Pelagos 39 gekauft. Das war auf dem Rolex-Trip in Italien, weil ich so frustriert war, dass ich keine einzige Rolex bekommen habe. Das war wirklich eine Katastrophe, muss ich sagen. Da machen sich auch immer alle über mich lustig. Du erklärst anderen, wie du eine Rolex zum Listenpreis bekommst und schaffst es selber nicht. Ja, ganz im Ernst. Das war aber auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich konnte kein Wort Italienisch, mein Englisch ist nicht besonders gut und ich habe mich auch einfach gekleidet wie ein Idiot. Also, ich glaube, in der Konstellation war es wirklich schwierig, eine Rolex zu bekommen. Hat dann nicht geklappt, eine Tudor Pelagos habe ich bekommen, die war zu dem Zeitpunkt ganz neu und die habe ich dann unter dem Grund gekauft, dass ich gesagt habe, wenn sie mir gefällt, cool, wenn nicht, habe ich wenigstens sofort eine für ein Review, weil die waren da noch nicht auf dem Markt so wirklich. Das war wirklich eine der ersten Pelagos 39, die ich gesehen habe und dementsprechend habe ich die dann gekauft, ein Review gemacht und sie dann weiterverkauft an irgendeinen Follower von mir oder an den Max Rotfuß und der dann an Kunden. Irgendwie so war das, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Dann kam die nächste Uhr, die ich wirklich mir für mich gekauft habe. Das war eine Daytona 116-518 LN, endlich in Gelbgold mit dem Pikachu-Zifferblatt. Die habe ich bei Max Rotfuß gekauft. Da war es so wie ganz oft bei Max Rotfuß. Er hatte eine da, ich habe die einmal anprobiert und dann ging die Spirale los. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich muss die haben. Kannst du mir einen guten Preis machen? Der Max hat gesagt, na gut, ich mache dir einen guten Preis hier. Das ist der Preis. Dann habe ich gesagt, Max, du bist so ein Arsch. Bei dem Preis kann ich ja gar nicht Nein sagen. Jetzt muss ich sie kaufen. Dann habe ich sie gekauft und die hatte ich dann wirklich eine ganze Weile lang. Die habe ich dann irgendwann mal im Laufe des Jahres 2022 verkauft und da habe ich tatsächlich einige meiner Uhren verkauft. Dazu komme ich gleich. Weil ich die Daytona einfach wirklich beim Max günstig gekauft habe, aber immer noch viel zu teuer. Ich glaube, es waren über 40.000 Euro. Und als ich dann gesehen habe, die geht wirklich runter im Preis, habe ich mir echt gedacht, das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert, da jetzt an der Uhr 10.000 Euro oder so kaputt zu machen. Ich glaube, ich habe an der Uhr einen kleinen Verlust gemacht, habe sie dann verkauft und habe mir gedacht, die hole ich mir wieder, wenn sie zu einem gescheiten Preis zu haben ist. Und ich stehe dafür tatsächlich jetzt gerade auf der Warteliste und mir wurde gesagt, ich bekomme sie nächstes Jahr sehr, sehr wahrscheinlich, Anfang nächsten Jahres. Da freue ich mich schon drauf, die neue Referenz, die sieht nämlich eh cooler aus, finde ich. Dann habe ich mir Ende 2022 die Onyx 18238 von Max Rotfuß auch gekauft. Das war auch das gleiche gutes Angebot. Stopp, es war 2023, denn ich habe die Uhr das erste Mal so richtig live gesehen bei Nicky Bra. Kuss geht raus. Und die hat mir so gut gefallen und dann hatte Max eine auch da zum guten Preis, hat sie mir verkauft. Ich habe sie gekauft. Die hatte ich bis zu allerletzt. Das war praktisch die letzte Uhr, und die ich verkauft habe für meine nächste Uhr, weil ich bin gerade dabei, mir meine nächste richtig geile Uhr zu kaufen, wo ich auch wirklich richtig scharf drauf bin. Das wird die teuerste Uhr, die ich mir jemals gekauft habe. Und dafür habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit, also in den letzten paar Wochen, Monaten, wirklich
meine restlichen Uhren verkauft. Ich habe aktuell in meiner Sammlung die Pepsi, die Black Bear 58 und noch 2, 3, 4, 5 andere günstigere Uhren, also Seiko und so weiter. Das war's. Das ist aktuell meine Uhrensammlung und es kommt demnächst was sehr, sehr Cooles dazu. Darauf freue ich mich schon riesig und ihr könnt gerne den Channel abonnieren, wenn ihr das auch sehen wollt, denn ich werde darüber auf jeden Fall ein Video machen, wenn es soweit ist. Und das ist das erste Mal seit einem Jahr oder so, dass ich wirklich, oder einem halben Jahr zumindest, dass ich wirklich mal wieder richtig mit Leidenschaft eine Uhr kaufe. Weil wirklich, ich sag euch, im Jahr 2021, als die Preise so hoch gegangen sind und mit jede Uhr einfach Plus gemacht hat, da hatte das mit Leidenschaft ehrlich gesagt nicht mehr so arg viel zu tun. Klar wollte ich die Uhren gerne tragen und fand sie schön, aber es war zu einfach, eine Uhr zu kaufen. Das war einfach zu einfach, deswegen habe ich es oft gemacht. Dann 2022 habe ich wirklich angefangen, einige meiner Uhren zu verkaufen, einfach aus dem Grund, weil ich erstens mein Unternehmen ausgebaut habe. Ich habe Mitarbeiter eingestellt, wir haben uns ein neues Büro gemietet, die Kosten sind hochgegangen von irgendwie paar tausend Euro im Monat auf 40.000, 50.000 Euro im Monat, die wir Kosten haben, jeden Monat fix im Prinzip. Und da habe ich einfach meine Uhren verkauft, um das ins Unternehmen zu stecken, in die Mitarbeiter zu stecken. Ich muss sagen, es war eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung, denn es hat sich das letzte Jahr, ehrlich gesagt, immer angefühlt, als ob ich wieder stinkarm bin, weil ich kein Geld zur Verfügung hatte. Ich hatte nicht mehr so viele Uhren. Ich habe mich gefühlt ein bisschen wie ein Loser, ehrlich gesagt, weil ich hatte mal 15 Uhren, Rolex, AP, alles mögliche, eine Uhrensammlung im Wert von 300.000, 400.000 Euro oder so. Und jetzt habe ich eine Uhrensammlung gehabt, irgendwie 3 Uhren oder so, und habe mir echt gedacht, boah, Mann, was bin ich denn für ein Loser? Aber das war das Richtige, weil jetzt gerade merke ich extrem die Früchte davon, dass ich in Büro, in Mitarbeiter investiert habe, in Weiterbildung investiert habe. Jetzt merke ich langsam, dass mein Unternehmen oder meine Unternehmen anfangen zu laufen, ohne dass ich aktiv drin arbeiten muss. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und jetzt langsam merke ich auch wieder, wie sich das wieder anfängt zu lohnen. Also es war wirklich ein Warten, ein geduldig sein. Ich war das erste Mal in meinem Leben geduldig. Und es hat sich wirklich ausgezahlt. Das kann ich euch auch gerne mitgeben an der Stelle, dass es sich manchmal doch lohnt, auch wenn ich ultra ungeduldig bin. Und manchmal wirklich ein Idiot. Wirklich, ich sag's euch, wenn ich in dem Film bin, fragt meine Frau, ich will ein neues Auto oder so, ich lasse jegliche Vernunft außen vor liegen und dresch drauf los und will es sofort haben. Aber, ganz wichtig, bevor ihr jetzt irgendwie sagt, okay, dann mache ich das auch, ganz wichtig ist, ich bin extrem konservativ mit dem Geld im ersten Moment. Das heißt, ich gucke, wenn Geld reinkommt, dass ich sofort wegspare und das, was ich dann verfügbar auf dem Konto habe, das kann ich auch ausgeben, ohne dass ich in Schwierigkeiten bekomme. Also für Steuern mache ich Rücklagen, für alles mache ich Rücklagen, so dass mir da nichts passiert. Das ist ganz wichtig, aber dann bin ich da wirklich teilweise ungeduldig und unvernünftig. Und ich glaube, dann ist es in gewisser Maßen auch okay. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Die Zukunft wird ja noch geschrieben. Das war jede einzelne Uhr, die ich in meinem Leben je besessen habe. Und zu jeder einzelnen Uhr die Story dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was von dem Video mitgenommen. Wenn es noch Fragen gibt, gerne unten in die Kommentare. Wenn du weitere Videos zum Thema Luxusuhren nicht verpassen willst, jetzt Abo drücken. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.